Jo, servus die Mauer und grüß euch die Buben. Ja, wie seht ihr, bin ich mal wieder unterwegs. Nein, noch nicht. Dschungelmäßig, wir haben relativ viel Mucken da gegessen. Sonstiges Grabelzeugs. Ein Wahnsinn, aber ja. Vielleicht habt ihr es eh schon gesehen, mein Thermacell, der hängt schon oben am Rucksack, der ist schon in Action. Den habe ich schon aktiviert, sicherheitshalber. Ja, es wird auch heute keine großartige Tour geben. Wir haben jetzt da 28 Grad schon und es ist 11 Uhr. Und ich will eigentlich nur einer gehen, eine Kleinigkeit essen. Und ja, Nachmittag habe ich mich daheim wieder in meinen Pool. Ja, wollte einfach nur wieder mal ein bisschen raus. Die erste Woche arbeiten, Stress pur. Und ja, schauen wir, was wir da leben können. Ich will gar nicht was gut wie tief. Da mal da rennen und mal da umstolzieren. Suchen wir da irgendwo ein schönes Platzl. Und da machen wir uns das gemütlich, oder? Ja, ich habe einen neuen IKEA-Hobo dabei. Nein, nicht den, was ihr normal kennt. Es gibt da von IKEA noch was. Das habe ich mir auch ein bisschen umgebaut und entwendet dafür. IKEA-Hobo 2. Aber davon dann später mehr davon. Ja, schauen wir weiter, ob wir noch ein schönes Platzl finden. Ja, jetzt war zwar wieder jetzt ein paar Tage ordentlich heiß, aber ich denke, da ist es trotzdem ziemlich feucht noch. Das schauen wir sich an, ob ich den IKEA-Hobo anwirf oder nicht. Es wird dann vor Ort entscheiden. Ja, da kann man wieder schön sehen, ich bin genau auf einem Tierpfad. Ja, verfolgt man den einmal ein Stückchen. Verdammt viele Maulwurfsügeln sind da. So viel habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Da habe ich wieder Schlafplatzl von hin. Ja, das Platzl wird mir da schon zusammen. Schaut schon recht schön aus. So viel dazu ist ein bisschen alles offen. Ja. Ich würde sagen, das nehmen wir, das ist okay. Das werden wir kaufen. So. Dann der Marcel gleich da mal auflegen, dass der da weiter hackeln kann. Der ist wirklich extrem wichtig heute. Ja, Freunde, ich habe da vor mir ein bisschen Platz gemacht. Also, es ist feucht. Es ist auf alle Fälle nicht trocken. Das heißt, ich kann mir ein kleines Feierl wagen. Ja, das seid ihr sicher schon neugierig auf den IKEA-Hobo. Und ich zeige euch den jetzt einmal. Nämlich IKEA-Hobo Nummer 2. Und wenn ihr den Swedwoods verfolgt, den Schweden bis seine Videos, dann wisst ihr es und kennt es das auch. Der verwendet das nämlich auch. Ich zeige euch das mal kurz näher. Das ist so zum Garn. Das stellt man da rein in einen Topferl mit Wasser und kann das garen. Da waren noch drei Fies drauf. Innen war noch was zum Halten. Ich habe das eigentlich alles entfernt und will den so verwenden. Ja, zu dem Ganzen, ich werde ihn nicht komplett aufkloppen. Ich werde ihn so halb lassen. Dazu habe ich mir noch ein Gitter gemacht zum draufstehen und ich habe auch noch zwei so Art kleine Hering, zwei Stahlstiefel und geht sicher auch mit einem Holzl. Die stecke ich mir dann da noch rein, dass der nicht unabsichtlich aufkloppen kann, weil von allein geht der normal auf durch die Fußspannung. Und das werden wir ihm unterbinden mit dem. Ja, was haben wir heute dabei? Ich habe so ein kleines Grillmix habe ich dabei, die werde ich mir drauf schmeißen, nicht weiß gut was. Vier so kleine Stückchen. Dann habe ich ein paar so Gurkenscheiberl noch dabei. Und dann werden wir noch ein Püree dazu machen. Also eigentlich eh was Passendes und Gutes. Birkenrinde habe ich wieder dabei. So ein Grillanzünder habe ich da noch. Und unser Wartebett. So. Schauen wir mal, was wir zusammenbringen. Ich habe mir auf alle Fälle mit diesen
angesteckt, dass er nicht weiter aufgehen kann. Das passt so, das ist okay, sage ich mal. Und na komm her. So. Ja, der macht durchaus einen tollen Job, da gibt es einmal gar nichts zum Sagen. So, aber das reicht mir jetzt selber wahrscheinlich vollkommen schon. Da sind schon einmal runterbrennen und dann kommen meine Mixgriller drauf. Passt. Wasser haben wir schon hergekriegt für mein Püree. Ah, perfekt. Ja, mein Thermosel, da neben mir, der macht einen Job, der ist gewaltig. Also, ich habe nicht einmal irgendwas in der Nähe mehr. Wenn ich da 10 Meter weggehe, umschwirren sie mich. Und sobald ich da weiter zurückkomme, es darf allerdings kein Wind gehen. Ja. Es geht da dezentes Lüfterl, 16 Feuer, es wackelt ein bisschen. Klar, wenn ein ärgerer Wind geht, hilft das auch nichts mehr. Aber dann hast du die Größen auch nicht da. Aber das Ding macht seinen Job perfekt. So, Glut ist da. Jetzt hören wir es einmal. Hörerling. Hoffa. Hoi. Hörerling. Wasser ein bisschen drauf. Gut. Ich muss das da einmal kosten, das hilft mir nichts. Mahlzeit. Sehr gut, ja. So, dann habe ich diese Gurken haben wir dabei, die sind so in Scheiben schon geschnitten von Hause. Vom Feinsten wieder mal. Kosten wir mal so eins mit Käse. Ich will ein bisschen an Energy mal wieder. Ja, aber ich will euch da jetzt gar nicht viel große Augen machen vom Papi. Ich werde jetzt auch dran und melde mich nachher wieder, wenn ich fertig bin. So. Ja, schauen wir mal. Ja, passt. Da kann nichts mehr sein. Das ist aus. So, da habe ich alles zugeschickt. Und den Kaffee machen wir jetzt mit der Brennpaste. Drüber, Kaffee drauf und warten. Ja, mit der Brennpaste muss ich noch schauen, wie viel da brauche, weil die dürfte nicht so viel benötigen. Die ist doch relativ heiß.
Ja, in dem Sinn wieder mal der erste Gruß, geht meine Krankensaison gesund werden, Freunde. Und dann der Rest dann alle anderen. Prost. Ja, die Gegend da ist immer wieder schön. Da bin ich so gern herum. Na klar, bin ich auch allein da herin. Da kommt kein Schwanz einer. Wenn sich da mal einer verirrt, ist eigentlich eh selten. Ah, die Lackerl. Das war's. Ja, Freunde, ich hab die Zeit wieder genossen, wie eigentlich immer, wenn ich draußen bin. Das ist eine andere Welt für mich. Auf die Stere, das brauche ich. Ja, was soll's, ich pack jetzt wieder zusammen und gehe dann wieder Richtung heim. So, da. Das Spiel mit dem Licht und Schatten da herinnen. Macht sich schon gut. Kleiner Zwerg. Ja, zum Glück habe ich es noch gesehen, war ich bald drauf gestiegen auf die Kleine. Ist ja schön getarnt beim Holz drin. So, jetzt geht's da lang weiter. Ich weiß nicht, ob man es sieht, aber dahinter rennt mal der Marcel noch. Ich höre ihn zischen, der macht einen Bombenjob. Den möchte ich nicht mehr missen. Ja, Freunde, ich denke, das war's einmal wieder. 10 Minuten bin ich in meinem Auto, bin da gleich wieder auf die Wege und Rost. Das brauche ich nicht mehr zu sagen, das kennt ihr eh schon. Ja, war ein schöner Tag, hat mir gefallen. Ich kann mich bei euch noch immer wieder bedanken. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein, fürs Mitlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche und Servus die Malen und pfiat euch die Buben.